Ja, Santa spielt wieder mit der Taube. Die Taube will aber eigentlich nur trinken. Und wir sind hier oben auf dem Pool, alleine. Guten Morgen! Uns geht's schon besser. Ja, guten Morgen hier aus Abu Dhabi. Uns geht's wieder ein bisschen besser, genau. Wir waren ja gestern schon bei der Moschee und heute fahren wir mal an den Strand. Gucken mal, ob der besser ist als in Dubai. Und morgen müssen wir auschecken, da geht es nämlich schon weiter ins nächste Land. Da hinten sieht man ein bisschen die Skyline von Abu Dhabi, heute komplett im Sand eingehüllt. Alles neblig heute. Und es ist auch total heiß, mir brennt die Hose. Ja, und es ist so feucht, ja, es ist total luftfeucht. Ganz unangenehm, ganz unangenehm. 47 Grad sind es. Wir gucken uns den Strand an. Wir versuchen eigentlich auch auf die andere Straßenseite zu kommen, aber da sind immer so Gitter dazwischen, kommt man auch nicht hin. Ja, jetzt gucken wir uns zuerst mal den Strand an und schauen, wie es da aussieht. Wir sind gerade wieder mit so einer Luxuskarre hergefahren. Für 2,50 Euro oder so. Diese App Karim, wenn ihr die mal haben solltet, benutzt die einfach mal gar nicht. Dann gibt es immer wieder so Guthaben. Ganz gut. Ultimativen Beach-Erlebnis. Wir befinden uns, ich glaube, hier. Und ja, hier gibt es den Familienbeach. Ah, nee, wir sind hier, der rote Punkt. Da sind wir. Wir sind im Familienbeach angekommen. Und da gucken wir mal, wo wir jetzt noch was zu essen finden. Und natürlich, wo wir uns nochmal schön in den Sand packen können. Bevor es dann langsam Richtung Länder geht, in denen nicht mehr gebadet wird. Ich glaube, es ist unser letzter Beach-Aufenthalt, oder? Ja, langsam wird es ernst. Es geht langsam zurück. Was mir auffällt, ist, dass der Sand viel besser ist, viel feiner ist als in Dubai. Und ja, das Wasser sieht auch gut aus. Es wird wahrscheinlich auch genauso warm sein wie in Dubai. Also unerträglich. Aber wir schauen uns das mal an. Hier gibt es noch wild wachsende Datteln, die natürlich vor den Spatzen geschützt werden müssen. Ob man das sehen kann. Sehen, weil im Sand versteckt. Da sieht man gar nichts. Ja, und freitags ist ja in Abu Dhabi wie in Dubai ein Feiertag, ein Sonntag. Und deswegen, Gebetsfeiertag. Deswegen sieht es entsprechend so aus. Voll. Alles Männer. Und fast meistens nur Männer oder angekleidete Frauen. Und ich bin der schwarze Vogel hier im Paradies. Nee, eigentlich weiß so. Der bunte Vogel im schwarzen Paradies. Ja. So sieht's aus. Wie sieht's bei euch aus? Ich wette, es schneit. Nein. Doch, wenn wir das schneiden, ja. Ist Winter. Naja. Gut. Sushi essen gehen. Und jetzt sind wir in so einem Laden gelandet, der nicht weit von unserem Hotel ist. Haben bestellt und das haben wir bekommen. Sieht eigentlich aus wie Falafel oder Döner in so einer Rolle. Habe ich so auch noch nie gesehen. Warum? Das kriegst du gar nicht runter. Was soll das sein? Und es kostet richtig Geld. Es kostet 50 Dirham. Naja. Achso, wir haben eine Cola bestellt.
Matcha Latte geworden. Naja, was man halt so trinkt. Man muss nehmen, was man kommt, wie im Leben. Guten Appetit. Ja, ich weiß auch nicht. Wir sind ja noch nicht mal aus Abu Dhabi raus und haben schon das neue Geld in der Hand. Wir sind übrigens komplett durch. Wir sind schon wieder irgendwie obdachlos am Flughafen. Wir müssen uns hier bis 4 Uhr morgens durchschnorren. Und wir sind schon seit 11 schon. 11 Uhr morgens. Ja. Abends. Nee, seit heute Morgen um 11 bin ich aufgestanden. Seit 6 Uhr morgens. Wir sind ja um 15 Uhr ausgecheckt. Haben uns noch ein bisschen die Stadt angeguckt. Aber ich habe dann auch immer keine Lust mehr, bei 46 Grad mit raus die Haut abbrennen zu lassen. Das ist halt das Problem, du schwitzt extrem und dann gehst du in die Klimaanlage, dann fliehst du total und du wirst so schnell krank und... Macht keinen Spaß. Nee, also war vielleicht falsche Zeit mit, oder? Vielleicht auch falsches Land. Vielleicht. Ja. Genau. Ich komme bestimmt nicht nochmal, ja. Du fällst ja auch was Gutes, oder? Oh ja. Da bin ich bestimmt sehr gespannt. Vor allem, weil wir da noch nie waren. Wir waren schon einmal, aber in diesem Ort noch nicht. Das wird ihr später erfahren. Ja. Ich muss ja mal irgendwie versuchen, wach zu bleiben, damit wir mal in die Flieger kommen. Erstmal geht's nach Istanbul. Also, erstes. In 40 Minuten ins Einchecken. Genau. Und hier kann man so. Wir fliegen übrigens nicht mit Etihad, auch wenn es so aussieht. Wir fliegen mit. Kühlgasus Airlines. Das günstigste natürlich. Immer noch zu teuer. One nap later. Und zack, sind wir in Istanbul. So schnell kann es gehen. Hat ja auch nur 70.000 Stunden gedauert. Ne, jetzt sind wir jetzt da. Das Hotel ist okay. Und hier ist auch schon das Begrüßungskomitee. Also wir sind ja nicht auf einem Jahrmarkt oder so, sondern wir sind in einer Shopping Mall. Ja. Und ganz krass, habe ich auch noch nie gesehen, auf der ganzen Welt nicht. Hier sind Karussells und so, ja, Jahrmarktsgeräte drin. Wie krass ist das denn? Los geht die wilde Fahrt. Ist sogar ein Autoscooter drin, ich hätte bekloppt. Bis ab geht. Bis an die Decke, ey. Wow. Die berühren die Pflanzen da oben schon. Ja. Und natürlich eine Mini-Achterbahn. Tja.